erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Und zwar, Leute, ich habe was ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar, guck mal, Leute, ich habe alles eigentlich, oder? Guck mal, ich habe viele Autos, ich habe einen Riesentempel, ich kann machen, was ich will. Zum Beispiel, guck mal hier. Was? Guck so da! Mir passiert nichts. Leute, ich fühle ein sehr gutes Leben. Aber manchmal denke ich mir, was wähle wenn? Kann ich auch was anderes? Ich habe ein Problem hier unten. Was wähle wenn? Die Dinos sind aber keine Option. Was sind auch kein? Nein, habe ich auch ein Dino gesehen. So, auf jeden Fall, Leute, haben wir gedacht, es wird Zeit, dass Tuan mal macht neue Zups. Genau, Leute, jetzt willkommen zu einem neuen Format. Tuan arbeitet wie ein normaler Mensch, ah? Deswegen habe ich überlegt, natürlich, wir steigen erstmal in diese fette Kalle ein, in eine dicke, fette McLellan. Und wir werden unseren ersten Sub machen, Leute. Und zwar habe ich mir eine Immobilie schon mal gekauft, die werde ich euch jetzt zeigen. Und dann, Leute, werdet ihr erfahren, was ich machen werde, Stiftino! Let's go! Okay, Leute, wir sind gleich angekommen. Und zwei Leute hier, guck mal, ich habe meinen eigenen Taxi-Stand gekauft. Ja! Ich hab das ganz kurz gehabt, ich weiß. Wegen lustig, dann auch mal Taxi gemacht. Und ja, Leute, jetzt haben wir gedacht, so. Geh weg! Hier ist keine Musik hören, hier ist Taxi fallen. So, wir gehen ja selber erstmal hoch ins Büro. Leute, guck mal hier, mein eigenes Büro. Hier kommen dann Arbeiter hin. Ja, die machen Telefonate annehmen. Hier, Telefonate annehmen. Oh, okay. Du hast komische. Na, die dafür so an. Guck doch mal die so an. Ah, du bist gefeuert. Mein Gott, Alter, wirklich. Also ein bisschen Style wie Blau, genau. Oder die haben eine Toilette, kann man machen, Pipi, Kaka, kein Problem. Und hier kommen wir zum... Was machst du im Safe-Video? Oh, stimmt, ich habe nach Mitarbeitern gesucht. Du hast nichts gesehen. Okay, Leute, die hat nichts gesehen. Aber dann, guck mal hier, hier ist mein dicke, fette Büro. Hier mag ich alles. Hier gucke ich mein Geld an. Und, ja gut, ich bin gerade in die Serie am gucken und ja, live im Winter, ich will schalte Werbungen, ne? Und hier ist die Zeitung. Hier hab ich, guck mal, Leute, hier mag ich, ne? Ist alles okay, meine Checkliste, hier ist ein bisschen Papier klar, mein Stift, immer eine Lampe. Oh, guck mal, ich habe sogar Pflanzen. Leute, wenn ihr das, Leute, ihr müsst Like da lassen. Ihr müsst Like da lassen. Mit unser erstes Business als normaler Bürger. Ja, ich weiß, Leute, ich bin leise, ich bin steinleise, aber ich werde davon nicht all mein Geld einsetzen, ja? Ich werde euch ein Auto kaufen und dann werden wir uns hocharbeiten. Oh, was ist mit dir? Und das ist, was ich meinte, meine Nachbarn. Und mich hat schon der erste Nachbar angegriffen. Und wisst ihr was? Das hat sich mir nicht gefallen. Kommt her! Ihr Locker! Und der erste? Der zweite? Nein, du! Und du! Ihr macht nie wieder Ärger, ihr Lust, ihr habt verstanden! Okay, ich würde sagen, wir gehen unsere erste Taxi kaufen, Leute, wir direkt arbeiten können. Oh, das wird so geil, Leute. Ich bin so hyped, Leute. Let's go zu einem Autoverkäufer! Kick down! Oh, happy day! Ich mach ein Taxi auf! Oh, Taxi auf! So! Hallo! Hallo! Arbeiten Sie hier? Ja, ich bin der Chef hier, aber ja. Was ist denn hier passiert? Was ist da passiert? Gucken Sie mal, da sind ganz viele. Den Leuten geht's nicht so gut, sehen Sie das? Irgendwas Komisches ist passiert. Ich weiß nicht, in letzter Zeit passiert komische Sachen. Oh! Was war Ihr Auto gefallen? Komm her! Nein, bitte mein Auto entfallen! Alles gut, abgeklärt. Können Sie das vielleicht von meinem Parkplatz wegmachen? Ich kann versuchen. Was ist die Wurst in meinem Laden? Egal, Abseitsdienst anrufen. So, kommen Sie allein, ich will was kaufen. Ja, machen Sie keine Faxen. Ja, Sie wollen was kaufen. Leute, wow. Suchen einen Taxiwagen. Leute, guck mal, Leute, eigentlich müsste ich mir direkt eine AMG holen, aber ich will als normaler Bürger anfangen. Deswegen. Was kosten die Pizu? Was? Diese Taxi? Ja, Pizu. Ja, diese. Wie? Pizu. Person. Person. Nein, also, Pizu. Person. Nein, ja, das ist die Automarke. Pizu. Pizu. Ja, Pizu, hab ich dir gesagt. Je parle pas français et toi? Was? Je parle pas français et toi? Hast du mich gerade beleidigt? Non, je mange un baguette. Hast du mich gerade beleidigt? Pardon. Oh, komm her. Mich willst du beleidigen? Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Nein, warten Sie. War nur ein kleiner französischer Spaß, denn Sie verstehen was. Nein, ich verstehe nichts. Ja, was hast du gesagt? Ja, oder ich ein Baguette esse. Ach so. Aber nicht Ihr Baguette, wenn Sie verstehen, was ich meine. Jetzt besorgt mir mal, ich will das Auto jetzt kaufen. Es ist eigentlich ist ein Peugeot nur 10.000. Aber weil das umgebaut ist, zu Taxi, mit Funk, mit Mund, mit Tachometer, mit Kilometerzähler, mit allem drum und dran, Servicepaket,
ist es bei 100.000. Was? Mhm. Komm mal her. Da brauchen Sie auch gar nicht mehr nachkommen. So. Nein, nein, nein. Machen Sie diese Pistole jetzt weg. Das, nein, nein. Willst du mich abziehen, weil ich weg bin? 100.000? Das ist 20.000 wert. Nein. Alles klar. Gut. Wie viel ist dein Leben wert? Gucken Sie mal. Gucken wie viel Sie ist mal. Dein Leben wert, habe ich dich geflaggt? Nichts. Meine Frau will mich nicht. Ich hab keine Kinder mehr. Sie hat alle weggenommen. Ich hab gar nichts mehr. Dann überleg doch mal nach. Wenn ich mein erstes Taxi kaufe und größer werde, kaufe ich mehr Taxis bei dir. Und dann haben wir viel Geld und neue Flau. Ja, Mom. Nein, die Frau jetzt Geld. Mit meiner Frau, meine Kinder, alle. Okay, ich zahle die 100.000, dafür kriege ich aber 5 Stück. Ja, okay. Nein. Dann 2. 4! 2. Alles klar, du wirst sterben. Nein. Auf Wiedersehen. Okay, right. Alles klar, du wirst sterben. Auf Wiedersehen. Right. Nein. Okay, warum nicht gleich so? Super Geschäft mit dir zu wackeln. Warum? Ich hab doch gar nichts zu verlieren. So, ich bin ja ganz weiter vorbei. Ja, jetzt muss ich natürlich Geld verdienen. Ja, mein Verplayer hat mir du kriegst kein Setup. Mein Gott, was für ein dummes Witzel. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir haben unser erstes Taxi. Leute, das heißt, wir müssen nur warten. So, wir müssen alles einstellen. Ja, Leute, ich muss ganz kurz Werbung schalten. Ein Taxi-Konkurrent. Es tut mir leid, aber ich brauche hier keinen Konkurrenten in der Stadt. Auf Wiedersehen! Okay, Leute, ich würde sagen, der erste Taxi, wir haben ihn kaputt gemacht. Ah! Oh, so mal explodiert. Egal, Leute. So, ich lasse Werbungen schalten. Währenddessen mache ich nur andere Taxis hier kaputt, wie der hier. So, der ist auch weg. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn der erste Anruf kommt. Ah! Oh, Happy Taxi Day! Ja. Oh, ich kriege den ersten Anruf. Oh, warte, ganz kurz. Und geht lang. Hallo! Ja, guten Tag, der Herr, ne? Also, ich brauche ein Taxi, ne? Ja, also, komm mit Tuan Taxi! Ja, Salam alaikum, oder wie es bei Ihnen auch heißt, Ausländer, ne? Also, ich brauche ein Taxi vom Flughafen dann zu Revenue 4. Ja, ich komme zum Flughafen. Bis gleich! Alles klar, ciao, ne? So, Leute, wir sagen wir unser erster Taxi-Aufgang, Leute! Let's go! Oh, wir sind gleich der Stil da, machen zu viel Geld und deine Quelle leise und wieder. Hallo, wer hat ein Taxi bestellt? Ja, ich war das. Entschuldigen Sie bitte, warten Sie, ich muss jetzt noch hier meine Koffer packen. Oh, diese Koffer. Der erste Koffer, warten Sie. So. Beeil dich, ich hab nicht so viel Zeit! Können wir noch gleich eine kleine Pause? Nein! Post extra, Pause, ich mach keinen Stopp. Alles gut, einmal zu McDonald's bitte. Würfelbacktel? Keine Ahnung, ich bin hier Tourist. Herzlich willkommen, Los Santos! Merken Sie geheiz, Regel Nummer 1, Sie wollen mal kleine Lebens anlegen, ansonsten können Sie machen, was Sie wollen. Was haben Sie gerade gesagt? Also, ich habe nur verstanden, was Sie sagen. Also, ich sage Ihnen mal so, ne? Also, Sie haben wirklich einen komischen Akzent, ne? Was soll das denn, Eise? Ich kann fließend splässen. Eule Splache. Ja, alles gut, ich kann abfassen, Splache. Was kannst du? Manchmal sind Sie ein bisschen undeutig. Also, ich bin neu in der Stadt. Ich brauche jetzt einen McDonald's. Ich muss mich jetzt ein bisschen stärken. Ja, vielleicht sollten Sie mal einen Sim besuchen. Wen? Ein Sim. Sportmanken. Also, ich kenne jetzt keinen Gym. Ja, das glaube ich Ihnen. Ein Gym kenne ich jetzt nicht, aber. Wie wär's mit einem Fitnessstudio? Ein was? Fitnessstudio. Fitness? Ja, würde Ihnen gut tun. Bisschen Diät machen, mehr Gemüse essen. Oh, ja, haben Sie auch ein anderes. Ja, hier vorne. Was hier vorne? Das sieht auch nach Fitness aus, hier rechts. Ja, wollen Sie. Ja, hier rechts rein. Komm, ich verliere. Wir sind unlustig. Ich mag sie nicht. Ja, McDonald's. Das macht 100 Dollar. Ja, super. Ja, hier noch 2 Dollar Trinkgeld. Was? Nur 2 Dollar? Du Geizhals! Hör auf dich! Mein Gott, sind die alle geizig, Leute. Ich sag auch ehrlich, wenn ich mit 50% Liegen gebe, gibt's Ärger mit Tuan. Aber ich würde sagen, den ersten, den haben wir jetzt mal weg, Leute. Egal. Wir fahren noch ein bisschen rum und dann werden wir gucken, was wir noch so schönes machen, Leute, ja? So, Leute. Oh, kein Anruf. Irgendwie Leute blocken nicht so viele Taxis oder so. Ja, Leute, lass mich vorbei. Einmal bitte das Taxi rechts ranfahren. Danke. Guten Tag, ne, also was? Wir haben mitbekommen, ne, also erstens, Sie müssen jetzt einmal aussteigen hier. Was so, willst du? Einmal bitte mit dem Oberkörper zu der Fahrertür, denn ich muss sie einmal abtasten. Nein. Hören Sie ja, klar, zu, also, 4 Absatz gleich, ja, ohne Zehnentalverdacht dürfen Sie mich nicht suchen. Ja, wir haben hier also ein Schreiben, das wurde jetzt gerade fertig gemacht und zwar ein paar Beschwerden. Also erste Beschwerde, unfreundlicher Taxifahrer mit Ihrem Kennzeichen. Ja und? Zweites,
ist hier so, dass ihr Taxi nicht richtig bei der Taxistelle angemeldet worden ist. Also, da wie Taxistelle? Den Taxischein, ne? Also, dass die Taxi... Warte mal, hier hast du meinen Führerschein? Ja, das ist, ja... Hier hast du die Fahrzeugpapiere von meinem Taxi? Ist es Ihr Name? Warte mal, Chingling. Und hier Fahrzeugpapier ist Tuan. Warte, welcher Name ist jetzt hier? Ich bin Chingling, aber der Auto ist auf Tuan eingemeldet und Tuan ist mein Chef. Aber ja, und jetzt bitte noch den Taxischein. Taxischein, bitte. Was für ein Taxischein? Ich bin Führerschein, ich darf Taxi fahren. Was willst du von mir? Ja, nein, ich brauche einen Taxischein. Das ist dieser Schein, womit was, wenn Taxischein? Guck doch drauf, ist ein Taxi! Nein, Taxischein, bitte. Das ist doch ein Taxi! Also, wollen Sie mir sagen, Sie haben keinen Taxischein? Oh, da müssen wir... Warten Sie ganz kurz. Wir regeln das. Alles wird gut, Sir. Alles wird gut, ja? Alles wird gut. Bleiben Sie ganz locker. Mach schnell. Handtuch! Was ist denn mit dir los? Illegale Taxi! Was ist denn mit dir los? Ich hab hier wieder so einen illegalen Taxi vor. Bitte Verstärkung. Mit dem Laser machen Sie gar nichts! Mein Gott, geh mir nicht auf die Nerven. Ich muss Geld verdienen. Bleiben Sie stehen! Halt die Klappe! Verzinnig! Was für Alarm? Gut, okay, vielleicht doch nichts so schlau. Entschuldigung! Egal, Leute, das heißt, die haben erstmal genug zu tun, um den Typen zu finden, der die glatt abgeknallt hat. Auf jeden Fall, Leute, wir werden jetzt ganz normal unseren Sub weitermachen und... warte, ich glaube, wir kriegen wieder einen Anruf. Hallo, herzlich willkommen bei Tuan Taxi, wie kann ich dir helfen, wo kann ich hinfallen? Ja, guten Tag, ich bin ein Taxifahrer. Ja, wo? Vom Flughafen. Flughafen? Ich sehe sofort, ja, bitte ganz schnell. Ich mach gleich da, bis gleich, let's go! Oh Gott, wir müssen uns beeilen. So, wo ist der Typ? Und? Taxi ist da! Oh, endlich ist das Taxi da. Entschuldigung. Hat auch lange gewartet. Denn ja, Taxi, wohin müssen Sie? Ja, bitte einmal jetzt zu der Avenue 427. Da ist eine meiner Wellen. Ja, da brauchst du hier. Natürlich. Und sonst, was machen Sie in Deutschland, wenn man flache darf? Ja, also ich mach Geld. Also ich bin ein guter Mann, der viel Geld macht. Ne? Ein Mann, der gut Geld macht. Oh, ich verstehe. Nichts lässt. Oh, Leute, wenn ich weiß, wo der wohnt. Ich kann mit ihm Geschäfte machen und dann ich kann ihn ein bisschen abziehen. Oh nein. Was? Hey! Hallo, was ist denn hier los? Hallo. Keine Sorge, bleiben machen Sie stehen, keine Sorge. Polizei, hallo, bleiben Sie stehen, die Polizei verfolgt uns gerade. Nein, ist mir doch egal. Ich bringe zu Ihrem Dings hin, mein Taxi. Mein Gott, ey, der Taximeter läuft noch. Oder die müssen ihn nehmen. Wow. Leute, wir müssen ihn unbedingt hinbringen. Ich block das Geld. Was? Oh mein Gott, ich habe einen Koffer voll mit 2 Millionen Schwarzgeld. Oh mein Gott. Keine Sorge, Tuan Taxi gibt niemals auf! Und weg mit euch! Oh, keine Sorge, Tuan bringt immer an ihr Ziel, ha? Tuan Taxi! Der Kunde steht sogar über dem Gesetz! Oh mein Gott! Keine Sorge, ich war schon immer Flugfahrer für gewesen. Und wir müssen jetzt... Und mein! Zack! Zack! Okay. Halt sich fest! Wow! Oh, keine Sorge, hab ich Ihnen nicht gesagt? Guck mal, die Sterne sind weg, Leute! Da, wo ist die Polizei jetzt hin? Wir haben die verloren! Oh mein Gott! Was hab ich Ihnen gesagt? One Taxi blinkt alle Ziele! In Sicherheit! Ich hab so Angst. Wovor haben Sie Angst? Dass die Polizei mitbekommen hat, dass ich illegale Sachen gemacht habe. Nein, keine Sorge, die haben mitgesucht. Was? Ja, ich hab eben vom PD 4 Kopf umgebracht. Ich wollte mit Taxi. Wahnsinniger! Ich muss hier fliehen! Nein, so nicht. Der Taxi-Plenung! Hände hoch! So, die Hände hoch! Bitte nicht mein Koffer! So, Taxi willst du mitplänen, hä? Mit meiner harten Arbeit! Ehrliche Arbeit! Du Schmalutzer, du Verblisser! Nein! Oh, her mit dem Koffer! Das ist mir ganz Entschädigung! Ja, nein, bitte nicht! Das sind 2 Millionen, bitte! Nein! Dankeschön! Bitte geben Sie mir wieder zurück, bitte! Leute, ich hab 2 Millionen, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Leute, das ist was Geld, aber du weißt immer Geld fest! Leute, ganz kurz, meine Informanten anrufen, mein Typ für Geld. Okay, Leute, er hat gesagt, er kümmert sich das um. Ich lasse das dem Verbleib liegen, das heißt, ich kann 2 Millionen von mir holen. Wisst ihr, was das heißt, Leute? Ich kann mir endlich den alten Ziel holen, Leute! Ich hab. Das ist ehrlich Arbeit gewesen, nicht mein Privatvermögen benutzt. Das habe ich beim Taxifahren verdient. Sogar 2 Millionen, Leute! Du sollst mal sagen, das wäre es, Millionär zu werden. Versteckt die Leute gar nicht. Leute, wir fahren jetzt lieber zum Auto an. Let's go! Oh, Leute, haben Sie! Guck mal! Weil ihr alle ein bisschen. Platz aus dem Weg! Oh, mein McLaren ist jetzt sogar noch hier. Egal, den hol ich nach Feierabend ab. So. Und so. Hallo!
Guten Tag, der Herr. War nicht eben ein anderer Typ hier? Ja, das war mein Sohn, der hat gesagt, sie wollen durchgeknallt. Ja. Was? Und, oh mein Gott, deswegen. Ja, egal, wir haben nicht viel Zeit, ich will die AMG kaufen. Ja, der kostet glaube 300.000. Ja, hier, warten Sie, hol sie aus. So, hier, leider 1.000. Ich denke. Ach, Platz, mal weg. Aus dem Weg! Begreif nicht! So, Leute, okay, wir müssen in der Taxi, Leute. Und dann. Oh, ich krieg einen Anruf. Warte mal ganz kurz. Hallo, Taxi, wie kann ich weiterhelfen? Ja, ich bin Taxi. Was, Baubäcker? Wo? Ja, ich bin ganz am Chillen. Hier im Park. Okay, komm her. Das Paul Becker ist eigentlich Schulzeit. Was ist, wenn Max davon erfällt? Leute, komm mal in den, ich mach einen dicken, fetten Blick an ihn. Leute, wir fahren jetzt zu dem Park. Let's go. Oh, Leute, Paul Becker muss irgendwo hier sein. Oh, da hinten ist er doch. Da hinten ist er. Und wie fucking liegt hier? Oh, der ist mit einem Affen am Spielen. So, ciao, Affe. Wir gucken extra weg. Wir gucken weg, Leute. Und Verlegelung. So, was war mal bitte zu Avenue 4? Avenue 4, du voll entfallen? Was, Tuan? Herzlich willkommen bei Tuan Taxi. Alter, lass mich los. Nein, die ist zu. Warum? Weil du eigentlich zur Schule müsstest. Warum bist du nicht Schule? Ich hab den ersten Fall und letzten Fall, deswegen bin ich schon draußen. Aber wir sind gerade in der dritten Stunde. Ich weiß das, weil mein Sohn heute auch... Warte mal, mein Lehrer ist krank. Achso, ja, kein Problem. Ich frag mal, wir fahren mal ganz kurz zur Schule. Denkst du? Ich hab dich explodieren lassen. Ja, aber was denkst du, was mit ganz diesen Seelen? Weißt du, was jetzt das Ding ist? Du gehst zur Schule, Baumberger! Ja, kann ich nicht. Ich hab heute ein Referat, hab nichts gemacht. Bitte, Tuan, bitte. Nö. Bitte, ich Nein. hab wirklich nichts gemacht, so ein Referat. Ich will nur nicht die schlechte Note, das will ich gar nicht dort. Vielleicht hab ich eine Idee, wo wir ein Business machen können. Einmal in Taxis bekommen umsonst Leparlierung und Tuning bei Baumberger Performance. Fahr mich doch zur Schule. Okay. Kein Problem. Das kann doch nicht sein, Leute. Das ist Bestechung. Ich lasse es nicht mit mir umgehen. Das kann ich bestätigen, das ist ein Deal. Ja, das ist Bestechung. Entweder oder. Wenn wir das erste Erpressung und das ist keine Erpressung, weil ich zwinge dich ja nicht für mich zu tunen. Okay, ich mach dir ein Angebot. Ich tune deine Autos und du bringst mich nicht zur Schule, aber du zahlst den halben Preis. Nein. Oh, dann bringen wir zur Schule, Alter. Oder wir haben noch einen Deal. Du, reparieren, tune alles. Ich zahle den halben Preis und alle Wartungen sind umsonst. Ich mach keine Wartungen. Dann fängst du an damit. Du gibst, ich brauche dir den Siegel, du hast eine offizielle Werkstatt. Ich brauche nur die Unterslift. Und du, warte. Und du besorgst mein Taxi sein. Was ist das? Keine Ahnung, Polizist ist mir auf Nerven gegangen. Mein Taxi sein. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Ich kann dir nicht helfen. Kümmer dich darum, mir egal. Find deinen Weg. Ah, okay, du fahrst zur Schule. Hallo. Ja? Du hast die Kontakte. Hm, stimmt auch wieder. Na gut, alle Wartungen und 50%. Okay. Okay, steig aus. Obwohl, warte, wieso? Du solltest mir noch $100 für die Taxifahrt. Sagst du mir das an? Ich hab gesagt, ich habe 4. Nein. Dann bring mich wenigstens zum Pier. Oh, du bist ein verwöhnter Lexbalk. Ja, ich geh jetzt ein bisschen da. Ja, bla, bla. Oh, egal. Aber Leute! Leute! Ja, ich fahr nicht, sei Glück! Ja. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir fahren Pumpe gerade nochmal kurz sein Ziel aus. Und wir sagen, Taxi lief ganz gut heute. Wir haben viel Geld gemacht. Und wir fahren, guck mal, du meinst Subs zu machen, Leute. Lass mir gerne in die Kommentare wissen. Was soll ich noch für Subs machen? Busfahrer, Arzt, soll ich Polizist? Oh, nein, Polizist bitte nicht. Leute, wenn ihr gefallen habt, lasst gerne ein Like und Abo da. Aus dem Weg, ich muss Taxi fahren. Zeig uns die Kunde, wie wir uns euch ab. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Verbinde aus, Pumpe! Ich zeige dich, ciao.